Ja, hallo meine Lieben, hier ist die Elke und zwar, ich möchte euch heute ganz gerne mal den Sonnengruß mit den 12 verschiedenen einzelnen Sanskrit-Asanas vorstellen. Also das heißt, ich werde jedes Mal zuerst den Sanskrit-Namen erwähnen, der einzelnen Asanas, sind insgesamt 12 Stück, ja, und anschließend mache ich dann die Position. Und im Hintergrund seht ihr, ich hoffe, man sieht es ganz gut vom Licht, weil es doch ein bisschen dunkel ist, das sind also so im Endeffekt die wichtigsten Gottheiten, die wir eigentlich im Yoga haben, und zwar in der Mitte, ganz stolz präsentieren, das ist Shiva. Ja. Shiva ist auch der Gott der Erhaltung im Hinduismus genannt. Dann auf der rechten Seite, da sieht man, das ist der Elefantengott, das ist Ganesha. Ganesha steht dafür, er beseitigt die Hindernisse, die man im Leben hat. Ja. Und dann sieht man noch ganz auf der linken Seite, das ist die Göttin Lakshmi. Und die Göttin Lakshmi, die steht für Reichtum, aber auch für Gesundheit, für Wohlstand, eigentlich für alles, dass es uns gut geht. Ja? Und ich möchte jetzt den Sonnengruß diesen drei Gottheiten widmen, sodass ich, wenn ich dann nach Thailand gehe, dass ich zum einen, dass alle Hindernisse aus meinem Leben beseitigt werden, dass ich weiterhin gesund bleibe, dass es mir gut geht. Und natürlich auch Shiva, Gott der Erhaltung, dass ich all das in meinem Leben umsetzen kann, was ich mir vornehme. Und deshalb dann auch weiterhin immer für euch da sein kann und euch weiterhin schöne Videos präsentieren kann. Okay, in diesem Sinne, meine Intention ist heute der Sonnengruß, diesen drei Gottheiten gewidmet. Ich werde insgesamt 12 Sonnengrüße praktizieren, was auch ganz typisch ist. Ja, 12 Stellungen, 12 Sonnengrüße für die Sonnengottheit oder auch für Surya. Ja, der Sonnengruß steht ja auch dazu, es ist eigentlich ein Gebet an die Sonne, ja, und in Indien praktiziert man den Sonnengruß immer morgens, direkt wenn dann die Sonne aufgeht, das ist auch in Thailand so, deshalb stehen die Yogis da sehr früh auf, das bedeutet auch für mich, ich muss morgens um 5 Uhr aufstehen, dass ich dann um 6 Uhr den Sonnengruß praktizieren kann, und trotzdem mache ich ihn jetzt am Abend und ich denke, die Sonne, die wird da nichts dagegen haben. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mitmachen. Das ist die Berghaltung. Und zwar der Sanskrit-Name ist Pranamasana. Also einatmen, ausatmen, Pranamasana. Als nächstes der hinaufschauende Berg. Wird auch dabei die Arme ganz weit nach oben strecken, leicht die Oberschenkel anspannen. Diese Position wird Hasta Uttanasana genannt. Dann von hier aus in die stehende Vorbeuge. Hasta Pada Asana genannt, dann rechtes Bein nach hinten in die Reiterstellung, Ashvasalanchanasana, von hier aus die Stockposition oder auch Bretthaltung genannt, Dandasana, als nächstes die achtgliedrige Position, diese Position heißt Ashtanga Namaskara, 7 in die Cobra, Bhujangasana. Von hier aus nach hinten in die Bergposition, in den umgekehrten Berg auch, Parvatanasana. Dann wieder rechtes Bein weit nach vorgeben in den Ausfallschritt, Ashvasalanchanasana. Dann wieder die stehende Vorbeuge, Hastapadasana. Dann wieder der nach oben aufrichtende Berg, Hastauttanasana. Und dann wieder in die Bergposition, Pranamasana. Einatmen, ausatmen, Pranamasana. Hasta Uttanasana, Hasta Padasana. Ashvasalanchanasana, Dandasana. Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, Parvatanasana. Ashvasalanchanasana, Hastapadasana, Hastauttanasana, Pranamasana, Pranamasana, Hastauttanasana, Hastapadasana, Ashvasalanchanasana, Dandasana, Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, Parvatanasana,
Ashvasalanchanasana, Hastapadasana, Hastauttanasana, Pranamasana, Pranamasana, Hastauttanasana, Hastapadasana, Ashvasalanchanasana, Dandasana, Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, Parvatanasana, Ashvasalanchanasana, Hastapadasana, Hastauttanasana, Pranamasana, Prana Hastauttanasana, Hastapadasana, Ashvasalanchanasana, Dandasana, Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, Parvatanasana, Ashvasalanchanasana, Hastapadasana, Hastauttanasana, Pranamasana, Pranamasana, Hastauttanasana, Hastapadasana, Ashvasalanchanasana, Dandasana, Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, Parvatanasana, Ashvasalanchanasana, Hastapadasana, Hastauttanasana, Pranamasana, Pranamasana, Hastauttanasana, Hastapadasana, Ashvasalanchanasana, Dandasana, Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, Parvatanasana, Ashvasalanchanasana, Hastauttanasana, Hastapranasana, Pranamasana. Letzte Runde. Pranamasana, Hastauttanasana, Hastapadasana, Ashvasalanchanasana, Dandasana, Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, Parvatanasana, Ashvasalanchanasana, Hastapadasana, Hastauttanasana, Parvatanasana. Und dann einfach kurz nachspüren, den Sonnengruß. Nochmal ganz bewusst diese Energie spüren. Vor allem lokalisiert im Manipura-Chakra in unserem Sonnengeflecht. Auch hier das Symbol unserer inneren Sonne, die sich jetzt mit der großen Sonne verbindet, unser inneres Licht mit dem großen Licht. Dadurch entsteht Einheit, dadurch entsteht Kraft, Vitalität, Gesundheit. Und deshalb ist der Sonnengruß immer eine ganz gute Möglichkeit, um auch morgens wirklich fit zu werden und den Kreislauf zu aktivieren und das Prana in jede Zelle hineinzuziehen und sich ganz mit dieser Sonnenkraft, mit dieser männlichen Kraft, Sonne steht für die männliche Kraft, ja, zu verbinden. Ja, meine Lieben, das war also der Sonnengruß mit den verschiedenen Sanskrit-Namen. Wenn ihr Lust habt, probiert es einfach mal aus. Ihr könnt auch direkt zu dem Video mitpraktizieren. Das ist eine ganz schöne Sache. Man fühlt sich danach sehr aufgeladen, inspiriert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, was ihr auch noch immer vorhabt. Bis bald, eure Elke. Namaste. Ciao, ciao.